Hi Leute, ich bin Mailand, willkommen zurück zur Propellermütze und willkommen zurück zum Adventskalender. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Aktuell für den Monat Dezember ist der UDES, die schwedischen Mediums, oben an der Spitze und das war für mich Anlass, diese Tanks mal wieder auszupacken. Und ich habe gemerkt, dass ich diesen Panzer, diesen Stufe 10 UDES, total unterschätzt bzw. eher vernachlässigt habe. Denn es ist ein Panzer, den ich seit Ewigkeiten in der Garage habe, den ich selten spiele, aber jedes Mal, wenn ich ihn spiele, wenn ich mich wirklich drauf einlasse, auf diesen zimperlichen Siege-Mode, dann merke ich einfach, wie viel Potenzial in diesem Fahrzeug steckt. Was ein absolut brutaler Panzer das eigentlich sein kann. Und gleichzeitig, wie vielseitig dieses Fahrzeug ist und in wie vielen verschiedenen Situationen man damit irgendwie agieren kann. Quasi so ein kleines schwedisches Taschenmesser. So rum. Falls der Sinn ergibt. In diesem Sinne, habt ganz viel Spaß beim Zuschauen und apropos Zuschauen, schaut auch gerne mal im Shop vorbei. Es gibt noch ganz viel tollen Merch. Es ist vieles ausverkauft, aber manches ist noch verfügbar. War ein absolutes Herzensprojekt über das letzte halbe Jahr. Hat mich sehr viel Energie, sehr viel Zeit gekostet und bin unglaublich stolz, euch da so geile Produkte präsentieren zu können. Unten ist der Shop verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Für die erste Situation, die ich euch mitgebracht habe, befinden wir uns auf Küste, heißt die Karte, glaube ich. Und es ist somit die beste Situation, die beste Position für ein UDES. Man steht oberhalb eines Gegners und das mit einem stark abfallenden Hügel. Das heißt, die Gegner sehen nur den Turm und das von unten. Das heißt, die Panzerung ist maximal effektiv. In solchen Momenten geht es dann einfach darum, sauber zu spielen, zu schauen, dass man nicht zu weit überpickt und nicht irgendwie seine Wanne preisgibt und dass man natürlich schön in Bewegung bleibt, damit die Gegner nicht in die Turmluken reinsnipen. Obwohl, so optimal war das Szenario dann doch nicht, denn zwei dicke Artis im Gegnerteam, die dadurch, dass der UDES so dünne Panzerung hat, auch nicht wirklich treffen müssen, um fett Schaden zu verursachen. Aber holy moly, wenn man da mal so high down steht, es geht ab und es fühlt sich so verdammt befriedigend an. Gott. Genau dafür ist dieser UDES gemacht. Das ist genau die Kampfentfernung in so einer Position. Das war ein bisschen blöd, Conqueror. T22 hinter uns. Oh, da haben wir noch Mates. Mit Heat durch die Turmfront. Okay. Ja, Luke. Das ist ein bisschen ekelhaft mit den Artis hier. Das war da ein Hit, nicht? So, du schaust nach hinten gerade, ich schau nach vorne, ja? Richtig. Unlucky. Nächste Runde, ähnliches Szenario, jetzt aber eher defensiv angehaucht, denn die Gegner haben irgendwie alle Bock rein zu pushen. In solchen Situationen gilt es einfach einen kühlen Kopf zu bewahren, ganz kühn zu analysieren, wie viele Spieler hat das eigene Team hier, wie viele Spieler haben die Gegner hier und dann eine Entscheidung zu treffen, fährt man weg oder versucht man die Position irgendwie zu halten. Und in solchen Momenten kann der UDES wirklich wie so ein richtiger Face in der Brandung sein, wenn man ihn wirklich mit Bedacht einsetzt. Aber holy moly, fühlt sich das befriedigend an. Boah, Gegner, was ist denn los mit euch? Hey! Aha! What the fuck? What's happening? Ey, die rote Lawine hier, aber wirklich. Was machen die da drüben? Rechts, rechts. Digga, was ist denn hier los? Halten, Leute. Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Ihr macht das super.
Fehler, bitte. Guckt euch das an. Total geil. Chaos, aber... schönes Chaos. Ah. Rein da in die Luke. So, die Gegner gehen jetzt aber so langsam die HP aus. Kanonenrohr getroffen. Ich würde gerne hier links oben spielen. Aber dafür muss dieser... ja. Leute, lasst ihr mich durch? Danke. Oh shit. Wie ewig dieser Siege-Mode manchmal braucht. Habt ihr das gerade gesehen? Fair Play von ihm, er lädt wahrscheinlich nach. Okay, waren keine 7k, dafür ging es ein bisschen zu schnell, aber war trotzdem ein guter Fight. Seht ihr, das ist so fucking geil mit diesem Udes so auf nächster Nähe so, oder diese 100 Meter Kampfentfernung. Dafür ist dieser Tank gemacht, das kann er einfach viel zu geil, ne? Das kann kein anderer 10er Medium besser. Mit dem Siege Mode ist immer umständlich, so diese Rumgeeier, so Pumpo runter. Aber wenn man da so ein bisschen den Dreh raus hat, Gunneling ist auch gut genug. Genauigkeit ist zwar nicht ganz so geil, aber das ist halt auch egal auf die Distanz. Und dann eine 440er nach der anderen. Bam, 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 bam. Wieder absolut böse Position hier. Die können ich nicht zurück. Sobald die zurücksetzen, genau, werden die aus dem Norden beschossen. Absolut böse Position. Der wird auch gleich sterben. Wollt ihr den Kill, Jungs, da im Norden? Wir müssen nicht einfach nur drauf schießen, ne? Jungs, ihr da, so. Einmal quer. Er macht selber der VZ, danke. Gut. Ja, typisch die Karte, ne? What the fuck? Digga, what the fuck is that? Da will ich ihn nicht treffen. Ja, okay, jetzt müssen wir kurz ogern hier. VZ hinter dir! Wie hat er denn das bitte nicht gecheckt? Die Gegner sind auch wirklich gerade sehr gut darin, sich selber zu outplayen. Das muss man ihn lassen. Der zündet mich schon nicht an.
Aber 75, das tut natürlich weh. Was macht ihr denn? Sind das für verzweifelte Spielzüge? Warum sind da eher 100 Platoon im Norden? Was zur Hölle geht hier ab? Mehr noch HP die 100. Ach, das ist auch nur noch einer. Okay, ich habe wahrscheinlich keine HP mehr. Ach, der war böse. Da gibt's aber noch HP. Let's go. Hey Leute, solche Runden hier, solche Situationen, ich verstehe gar nichts, ne? Also wirklich, da. Da kannst du halt auch nicht mit Sinn und Verstand rangehen, oder? Mit Logik oder wie auch immer. Oh Gott, schon wieder so eine ekelhafte Heildown-Position. Was hab ich denn jetzt getroffen? Gimme, gimme, gimme more of your hit points, brother. Nicht abfackeln. Komm, man, endlich 7k voll machen. Das wäre der Traum für die Runde. Jetzt. Yes. Geil. Du ignorierst mich bitte einfach. Danke. Feuer. Ja, das ist so verdammt geil. Ich sag's euch einfach, Mann. Wie man damit wegrandaliert, ne? Es ist so krank. Viele versuchen halt auch gar nicht mal auf den Turm zu schießen, ne? Das ist quasi wie so E7 halt da. Und die akzeptieren dann, okay, ja, das Ding, du, 3% Durchschlagswahrscheinlichkeit am Turm, da versuche ich es gar nicht erst. Soll er mich ernten. Bevor ihr dann im Anschluss noch seht, wie man eine Runde handelt, in der man gleich zu Beginn 99% seiner HP verliert, zeige ich euch eine Runde, in der ihr seht, wie man damit umgeht, wenn einfach nur absolutes Chaos überall auf der Karte herrscht. Chinesische Mauer, quasi drei Korridore, einmal die Mitte und einmal oben und einmal unten. Und dann kommt es schon mal dazu, dass nach 2 Minuten da einfach 2 Gegner in der Basis hocken und anfangen zu cappen. Das Witzige ist, dadurch, dass der Udes so flach, aber dennoch so extrem gut gepanzert ist, zumindest am Turm, kann man damit wirklich ungewöhnliche Positionen spielen. Diese Posi, die ihr dann zum Ende des Gefechts hier seht, die habe ich wahrscheinlich mit keinem anderen Panzer jemals angespielt, beziehungsweise es hätte auch mit keinem anderen Panzer funktioniert. Wenn man sich allerdings anstellt, traut und ja, sich dementsprechend drauf einlässt mit diesem Udes, dann ist das Ding einfach, es ist absolut brutal. Es ist wie so ein richtig flacher Stein, wie so ein richtig flacher Face in der Brandung und ja, die Gegner haben dann das teuer zu spüren bekommen. Güte, unsere Basis ist schon wieder komplett offen und nach 2 Minuten stehen Gegner bei uns in der Basis drin. Mir geht's gut. Mir geht's total gut. Morgen. Ja, dass da jetzt vielleicht jemand von den Heavys zurückfährt, ne, oder sich zumindest umdreht oder so. Unding. Kommt gar nicht in Frage. Die Pussy ist so krank. Beziehungsweise kann krank sein, weil der da gerade reinlädt. Ah, oh, fuck. Der hat sich einfach hier reinlädt mit seinem Objekt. Objekt hat, gebe ich gleich durch die Oberwanne. Beziehungsweise Seite. Mein Gott, Alter. Hm.
Jungs, ihr killt den, oder? Das ist ein geiler Fight. Euch alle! Der braucht er nicht! Ankommen mit euren Spielzeugpanzern. Okay, macht er. Wisst ihr, was im Cap steht? Ein Full AP Minotauro, der noch nicht einmal gespottet war, diese Runde. Mies. Winnable auf jeden Fall. Jetzt muss nur noch ein Heavy zurückkommen. Okay, der eine Treffer vom Light war gerade richtig blöd. Der steht nicht zufällig da in diesem Gebüsch, oder? Ja, ich warte mal ab. Aber der steht da in dem Gebüsch. Doch, doch, genau hier. Man kann, ich zeige euch gleich die Pose zum Resetten. Man kann sich hier oben reinstellen. Oh, der Leo kommt zurück, oder? Beziehungsweise flankiert jetzt. Ich schau mir mal alle Bäume um. Wichtig, wichtig, wichtig. Capdruck. Fuck! Nein! Ich wollte ihn passieren lassen, ne? Scheiße. Ich hätte mich hinter den Felsen stellen sollen. My bad. Macht er gut, der Leo. Macht genau den Move, um das Gefecht zu gewinnen. Jetzt ist durch. Er macht genau die richtige Aktion. Das hat er so stark gespielt, Mann. Bevor ihr gleich seht, wie man es nicht machen sollte, erstmal, wie man es machen sollte. Das ist so ziemlich die perfekte Runde. Arti ignoriert einen. Wahrscheinlich die beste Karte, das beste Szenario für den Udes. Und da gilt es auch einfach wieder, den Kopf zu bewahren, sich drauf zu fokussieren, keine Flüchtigkeitsfehler zu begehen quasi und dann einfach ganz systematisch ein nach dem anderen abernten. Ich kann es gar nicht so zum Ausdruck bringen. Es ist super befriedigend, mit diesem Udes so auf engstem Raum Haldown zu rangieren und einfach einen Gegner nach dem anderen zu bearbeiten. Vielleicht haben wir da begnadete Udes-Fahrer draußen, die genau dieses Gefühl irgendwie kennen. Ich kann es nicht zum Ausdruck bringen. Es macht aber auf jeden Fall enorm viel Spaß. Endstation, mein Bruder. Brauche ich nicht hier für die Oberwanne in dem Winkel. Krass, das ist nicht gedacht. Hat ein Stückchen zurückgewinkelt, ne? Und ich kann ihn sofort wieder pennen. Jetzt. Jetzt winkelt er noch mehr an. Er versucht's. Fair play zu an ihn. Fair play. Oh mein Gott, ey. Sehr gut, das ist auch wieder eine perfekte Karte für die Kiste, ne? Spaß. Der Fahrer war leider noch nicht gespottet. Will nicht riskieren, dass er vielleicht dann doch da hinten steht. Das ist nicht blöd, der Ehrenhund, der weiß genau, was er tut. Ein bisschen böse, wie ich hier stehe. Nicht nur ein bisschen böse, ziemlich böse. Oh mein Gott, dieser Ude ist so geil! Nein, ich warte langsam. Das ist ein FV, der war noch nicht offen. Es ist halt wirklich, es ist verdammt ekelhaft für die Gegner.
Natürlich geht er rein. Pixel perfect. Ach, da ist der FV. Mitten auf dem Feld steht er. Ich will erstmal den Jagd, weil ich bin mit Abstand der schnellste hier von unseren Tanks. Der FV ist auch beschäftigt. Gut. Könnte natürlich auch sein, dass da die Cobra dahinter steht. Das wäre unangenehm. Deswegen bleibe ich mal hier oben. Eine Cobra da. Geht durch. Natürlich geht er durch. Natürlich trifft er die Luke. Natürlich trifft er nochmal die Luke. Udes, du bist es einfach. Wow. Die Boomer-Reaktion von mir gerade. Ja, wieder solide 6K, das ist doch okay. Drüben steht er, der Peter. Habe ich irgendwas geblindet, dann wären es nämlich 7K tatsächlich zum ersten Mal heute, aber ich glaube nicht, ne? Ja, das ist aber halt auch wieder, ne? Perfektes Szenario. Nahkampf so auf 50 bis 200 Meter. Komplett Halldown. Eine AT, die dir nicht auf den Sack geht. Und dann immer rein damit. So geil, Mann. Ha, der Chief hatte auch Spaß. Jawohl. Und last und definitiv not least, meine persönliche Highlight-Runde. Zu Beginn erstmal komplett verkackt, wie es mir häufiger mal passiert. Aber dann zum Schluss die Vielseitigkeit des Udes genutzt, das flache Profil mir zunutze gemacht und ja, ein paar Lücken in der gegnerischen Verteidigung, sage ich mal, ausgenutzt. Und dann mit ein paar zerquetschten HP einfach eine absolute Monsterrunde eingefahren. In diesem Sinne war es das mit dem Video. Danke euch fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns zum nächsten. Bis dahin. Egal, ich war nicht fokussiert, ich habe Musik gehört. Aber ist es die Titelmusik von Seven vs. Wild Staffel 1? Oder ist das nicht? Ey, fuck off. Ist es nicht, nein. Von Survival Squad. Warte, was war Survival Squad? Survival Squad ist Otto Bulletproof und der andere, der war auch bei Seven vs. Wild dabei. Ich weiß nicht, wie er heißt. Fabian? Nee, nee. Anderer. Fabio! Ah ja, stimmt. Genau, Fabio, ja. Der war's. Fabio Schäfer, richtig. Ja, genau, die beiden. Okay, was eine wundervolle Runde bisher. 0 Damage und 143 HP noch übrig. Schön. So, dann mache ich das aber mal auf unkonventioneller Art und Weise in der Runde. Ich werde versuchen zu spotten. Ich habe einen absolut kranken Tarnwert. Ich habe ein richtig flaches Fahrzeug. Habe ich den gemacht? Nee, das ist die Werte aufgemacht. Okay. Ich werde mich versuchen, hier durchzupirschen. Oh, das war ein Arti-Pen-Shot, wow. Nice, das hat gut funktioniert. Grille, Doppel-FV, fehlen noch, der Rest war offen. Ja, kann gut sein, dass da noch jemand drin steht, ne? Würde ich jetzt, glaube ich, auf Anhieb so nicht spotten können. Doch, egal was da steht, ich hätte es längst gesehen, glaube ich. Du hast mich nicht gesehen. Das ist schon ganz schön fies hier, oder?
Scheiße, der Udis kommt. Der STB meine ich. Und abtauchen. Da drüben. Okay, warum habe ich nicht auf den Amix geschossen, ich Vogel? Zu viele Ziele, ich weiß nicht, wo ich hinschießen soll. Meine Fresse, du, was ist das, ey? Ist das ekelhaft. Meine Güte, das können wir doch nicht machen. Wollen wir nochmal 5 Minuten zurückspulen und uns anschauen, wie die Runde begann? Ich habe mit 140 HP. Was war das? Kombinierten Schaden von 7k Damage oder was gemacht? Nee, nicht 7k, 10k Damage. Oh, Digga. Junge, du. Geil. Nee, ihr müsst aber euch halt das mal anschauen. Zum einen natürlich, der Udis ist extrem flach. Aber ihr habt einen Tarnwert während der Fahrt von 30 frickin' Prozent. Es ist ein halber Light. Und 38 im Stand. Und es ist nicht mal auf Tarnung gebaut, das Ding. Ne? Geräuscharmes Abgassystem rein, CVS. Was ein Leid.